Hey Leute und willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Wir sind gerade hier noch unterwegs und sammeln ein paar Schätze. Ich habe kein Stück weiter gespielt seit dem letzten Part. Ich habe einfach den neuen Part gemacht. Schön enge Hose. Sexismus. Okay, hier ist der Schatz nicht. Ist der Schatz? Ach, wahrscheinlich da. Ja, sehr gut. Nicht das. Ich wollte das. Und jetzt können wir uns noch auf den Weg zu Giovanni machen. Warte, ich dachte, ich habe schon wieder HP verloren. Nein, oh Gott, nein, du solltest einfach nur hier lang laufen und nicht irgendwelche Parkour-Tricks da machen und alles kaputt springen. Ich kann noch Medizin vorher kaufen. Frisch gefangene Jetzt heilen geht nicht, weil ich voll bin. Das war's. So. Das hat mich jetzt 225 gekostet, glaube ich. Schön weiterarbeiten. Biscero. Du sorgst dich zu viel, Giovanni. Mein Sohn. Du kennst meinen Freund Uberto. Guten Morgen, Konfaloniere Alberti. Wünsche ich dir auch, junger Mann. Du hast meine Nachricht abgeliefert? Si, Padre. Aber scheinbar ist Lorenzo nicht in der Stadt. Das habe ich nicht erwartet. Was macht das schon? Dann wartest du noch ein, zwei Tage. Hör mal, deine Mutter und Schwester haben nach dir gesucht. Ich werde dich bald brauchen. Aber schau, ob du ihnen nicht helfen kannst. Seid ihr sicher? Ja, nun, würdest du uns entschuldigen. Es war nett, dich zu sehen. So, wir müssen jetzt wieder für irgendwelche Frauen arbeiten. Drei Aufträge. Okay, Claudia, die Tate. Ja, sprechen. Hey, Claudia, wie geht's dir? Ganz gut. Du sollst mir doch nichts vormachen. Es ist du, Joe. Was ist mit ihm? Ich glaube, er war untreu. Wer sagt das? Die anderen Mädchen. Ich dachte, sie wären Freundinnen. Hyänen. Ohne die ging's dir besser. Ich liebte ihn. Nein, Claudia. Das hast du dir eingebildet. Er soll büßen für das, was er getan hat. Warte hier. Ich werde einen Takt mit ihm reden. Oh, richtig auf die Fresse hauen. Bam, akzeptieren. Man kann auch Aufträge ablehnen. Wusste ich gar nicht mehr. Wo ist der denn? Am Arsch der Welt wahrscheinlich wieder. Kuriermission freigeschaltet. Kann ich mir extra Money verdienen oder was? Karten. Ja. Irgendwelche komische Tassen drücken, um die Karte zu öffnen. Ich weiß nicht, wie ich das ist, verdammte Scheiße. Also auf dem Controller wäre das, glaube ich, Select. Beziehungsweise auf dem neuen Controller ist das ja. PlayStation zumindest dieser Share-Button. Der so nützlich ist. Duccio! Wie wunderschön! Oh, wie nur fett das die ist. Beste für dich, amore mio. Aber was ist mit Claudia? Ich dachte, ihr werdet einander versprochen. Vater sagt, mir gebührt was Besseres als eine Auditore. Oh, ich hab richtig auf die Fresse. Komm, lass uns spazieren. Spazieren? Ich hatte etwas ganz anderes im Sinn. Oh, Duccio. Hey, du dreckiges Schwein. Ezio, mein Freund. Bam! Was zum Teufel? Ich dachte, er gibt richtig aufs Maul. Schwester, gockelst mit dieser Putana. Wovon redest du überhaupt? Ich sah, was du ihr gabst. Hörte, was du sagtest. Wäre deiner Schwester ihre Keuschheit nicht so wichtig? Du brichst ihr Herz. Und jetzt werde ich dir die Nase brechen. Bestimmt. Ihr Auditore könnt alle reden. Aber wenn es dann ernst wird... Du wirst deine große Klappe bereuen. Oh, lass ein Konter hat schon gereicht. Lass die Finger von meiner Schwester. War's das jetzt? Ja. Oh. Schwere Mission. Ein Konter hat gereicht.
gerechte Strafe. So, hier geht's auch noch lang. Schlägereien freigeschaltet. Gibt es hier auf der Karte irgendwas? Ach Gott. Muss irgendwie so eine Schnelltaste für Karte geben. Und da ist eine Kuriermission. Und da ist eine Schlägerei. Schlägereien sind super. Ich will die Schlägerei machen. Ich sollte vielleicht erst die Mission machen, aber nein, Schlägereien sind wichtiger. Ist ja super, wenn er nicht einfach überall gegen springen würde, sondern einfach laufen würde. Los auf den Weg. Zeig ein bisschen Respekt, Idiot. Mein treuloser Ehemann betrügt mich. Ich weiß es. Und die Nachbarn. Bitte erteilt ihm eine Lektion für mich. Okay. Einfach irgendeinen fremden Typen fragen. Verprügelst du meinen Ehemann? Klar, mach ich gerne. Ich kenne ihn. Verpisst euch. So, dann gehen wir jetzt noch dahin und verprügeln den oder was? Wo ist denn der? Muss ich das noch finden oder was? Ich will nicht sterben! Bitte, tut mir nichts! Ausgenockt. Pisser. Donato, sie gewinnt. Ich gebe auf. Diese Schlampe. Ich meine, mein wundervolles, geliebtes Weib. Ich gehe heim. Will ich auch hoffen. Verpiss dich. Pisser. 200 Münzen. Wo könnte der Schatz sein? Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich hier irgendwo auf der anderen Seite und dann zum Balkon. Ja, natürlich. Immer Balkons. Immer. Ist die Meister von Balkon Balkons oder Balkoni oder so? Das ist wahrscheinlich irgendwie das ganz komische. Karte. Ich muss ernsthaft mal gucken, ob ich hier irgendwie... Gott, das ist nervig. Nein, ich möchte das hier. Änderungsanfang. Machen wir das erstmal. Erstmal eine Mission. Buona giornata. Oh, das Spiel ist hübsch. Lagt euch etwas. Oh, das ist ein kleines Kind. Hallo. Hey, Ezio. Palazzo Auditore. Was machst du hier draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen. So, ich vergessen, was ich sagen wollte. Doch, Palazzo stand da ja. Und das ist einfach nur der Platz hier und nicht die Person. Ich dachte... Gerade Petruccio heißt so. So, du konntest ja nur diese Feder sehen und die anderen nicht. Ich muss sie jetzt im Arsch der Welt suchen. Muss ich die auch in der Zeit wieder zurückgeben oder ist das jetzt nur zu sammeln? Wenn ich nur sammeln muss, dann hole ich mir noch schon ein paar Schätze. Hier schon der Nebel. Feder erhalten. Die Federn muss ich sammeln. Kann ich mir bald schon irgendwie so einen Geldbeutel kaufen oder so. Ist hier richtig rich schon. Ich sollte hier mit Leiter nehmen. So geht's natürlich auch. Man backt sich erst runter und dann kriegt man plötzlich Schaden. Ich dachte, man kann das runterrutschen oder so. Hätte ich vielleicht die rechte Maustaste drücken sollen, nicht nur Schiff zum Maustasten. Ein Hinweis zu den öffentlichen Brunnen.
Bitte wascht und färbt eure Wäsche. Waschen und färben? Wieso sollte man Wäsche färben? Verstehe ich nicht. Ganz schön groß die Karte. Moment, jetzt bin ich ja schon wieder einmal rumgelaufen. Ja, benutzen wir die Leiter und dann hoffen wir, dass wir nicht irgendwie sterben. Ist hier irgendwie so ein Heuwagen? Ne, aber hier ist so ein Teil, wo ich raufspringen kann. Dass man drauf fallen kann. So. Gibt es denn kein Gesetz, das so etwas hat? Da. Hier, wie versprochen. Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. Gott, der hat so eine schlimme Stimme. Ich würde ihn am liebsten verprügeln, ey. Woher hat er 100 Flori? Maria, si Mutter. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Erholst du dich vielleicht noch von gestern Nacht? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich nicht. Egal. Ich muss etwas erledigen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit Vergnügen. Komm, es ist nicht weit von hier. Okay. Dann machen wir das mal. Maria bei ihrer Aufgabe helfen. Ich weiß von deinem Kampf mit Vieri. Welcher Kampf? Ach bitte, du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Das konnte ich nicht länger dulden. Er hat sicher Schwierigkeiten, mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco de Pazzi ist vieles und nichts davon gut. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren geben. Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir keine Sorgen. Alle wollen Gerechtigkeit. Es ist eine unglückliche Geschichte, aber sie geht vorbei. Warum haben wir jetzt Geld klauen kann? Ich hasse Escort-Missionen. Leonardos Werkstatt in Florenz. So, Leonardo da Vinci. Wir. Hallo, Leonardo. Madonna Maria. Das ist mein Sohn, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Er ist sehr talentiert. Immagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Mutter. Zu euch nach Hause also. Si, si. Ezio, hilf Leonardo, ja? Das heißt, ich muss alles machen und er macht nichts. So, Ezio, was machst du so? Er arbeitete bisher für seinen Vater. Ah, also wirst du Bankier. Bisher. Und du? Kunst, nicht wahr? Ganz ehrlich, kann ich mich nur schwer entscheiden. Malen ist nett, aber oft denke ich, meiner Arbeit fehlt es an Zweck. Macht das Sinn? Ich würde lieber praktische arbeiten. Viel direkter. Architektur vielleicht. Oder Anatomie. Es reicht mir nicht, die Welt abzubilden. Ich will sie verändern. Oh, Leonardo, ich zweifle nicht, dass ihr große Dinge vollbringen werdet. Wir den Grazio, Madonna. Wie nett von euch. Oh, hier können wir durch. Gut, dann muss ich nicht noch 30 Mal mich umgucken, wo ich lang gehen muss. So. Dann das hier ablegen. Danke für die Hilfe, mein Sohn. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen, Ezio. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich auch. So.
Jetzt haben wir noch 5 Minuten, da können wir noch ein bisschen Nebenmissionen machen. Bringt das schnell ans Ziel. Sehr schnell. Dann zahle ich gut. Casanova. Okay. Von Raphael 2. Einfach so durchlaufen können. Okay, da hätte ich kämpfen müssen. Ich freue mich immer noch. Was soll denn das? Ich bin schwer hingefallen. Gott, ich verprügle die einfach schnell. Wachen gibt's glaube ich noch nicht, oder? Also, es gibt schon Wachen, aber nicht momentan als Gegner. Okay, ich glaube, ich mache manchmal Combo-Attacken, die Gegner einfach ausknocken, aber ich weiß nicht wie. Wahrscheinlich ist es wie im ersten Teil, dass man irgendwie zuschlagen muss, wenn man gerade getroffen hat, und das mache ich jetzt durch Zufall. Okay, hier kann ich nicht lang. Also, ich könnte da wahrscheinlich auch immer lang, aber... Meh. Drücken wir lieber hier noch ein paar Leute. Oh, es tut mir leid, ich gehe schon aus dem Weg. Verdammt, lauf, lauf! Ich hab doch geblockt und dann... Ach, egal. Einfach allen Leuten in die Fresse schlagen. Sehr gut. Was haben wir? Ziemlich viel Geld. Das werden alberne junge Männer, die Gebäude der Stadt zum Spaß erklimmen. Obwohl dies nicht per se verboten. Okay, wie lange haben wir jetzt noch? Müssten ja noch knapp 3,5 Minuten sein. Nein, es sind nur 2,5 Minuten. Ich verzählt meine Minute. Eigentlich habe ich nur geraten, zwar nur komplett, aber egal. So. Dann haben wir jetzt das hier nochmal. Ach, das waren die. Oh, ich dachte, das wären einfach irgendwelche NPCs. Oh, das ist eine Leiter. Schnell auf dem Dach rauf, ohne hier die Kletteraktion zu machen. Obwohl die Kletteraktionen eigentlich schneller sind. Ich muss ja noch Federn sammeln. Ich habe keine Ahnung, wo ich die finde. Aber ich glaube, die sammle ich auch nicht. Obwohl, vielleicht dann am Ende nochmal. Ich habe eine Feder gesehen. Ich glaube, es gibt 100 Stück davon. Wenn man das sogar mehr? Ich habe keine Ahnung. So, dann holen wir uns die Feder nochmal. So, sieht aus wie Punkte 4 von 73. Ja, ich glaube, es wird ein bisschen dauern, bis ich alle habe. Aussichtspunkte gab es, okay. Ich kann mich so an vielleicht 4 erinnern. Also liegt hier schon ab, aber... nein, keine Ahnung. Ich wusste, dass es so viele Aussichtspunkte gibt. Okay, hier gibt es auch noch einen Teil, in den wir noch nicht rein können. Stimmt, dann kommt man nicht... Ich glaube, irgendwann in der Story kommt man nochmal hier hin zurück. Und dann gibt es hier wieder mehr Gebiete zum Erkunden und so. Das ist so wie bei den Armenvierteln, nur dass die hier irgendwie alle größer sind und cooler gestaltet und so. So, dann dürfte unser Timer eigentlich auch gleich klingeln, oder? Ja, noch eine halbe Minute. Und du, die sag ich, beende an dieser Stelle den Part. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.